Freunde, heute haben wir etwas vor, wo ich selber nicht weiß, ob das absolut dumm ist oder irgendwie Sinn macht. Kochen wie Salt Bae. Freunde, Salt Bae, Internetlegende, man kennt ihn. Die Stars waren dort auch alle schon mal zu Besuch. Der Mann, der Schweiß und Salz kombiniert und das leckerste Fleisch auf der Welt brät, angeblich. Jedoch ist die große Frage, lohnt es sich für diesen Preis essen zu gehen? Auf der Karte gibt es natürlich Gerichte, die sind nicht so teuer, aber wir wollen heute mal an das teuerste Gericht, und zwar das goldene Tomahawk Steak. Schauen wir uns mal an, wie das aussieht. The Golden Tomahawk. At $1,000, the Golden Tomahawk is the most decadent item on Salt Bae's menu. With a tomahawk alone costing $275, there's $725 of 24-karat gold leaf covering the massive slab of meat. The steak is prepared, carved, and salted at your table by none other than the meat king, Salt Bae himself. $1,000. Kostet dieses goldene Steak. Ich glaube, der Typ hat es selber falsch verstanden, denn da ist nicht so viel Gold drauf, dass es $1,000 kostet, sondern es wird für $1,000 verkauft. Und ich bin mir sicher, das kriegt man auch zu Hause hin. Die große Frage ist, für wie viel Euro kriegen wir dieses goldene Steak zu Hause hin und lohnt sich der Preis? Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass das Gold da wahrscheinlich wirklich nur eine prollige Ebene haben wird. Aber nichtsdestotrotz, so ein Steak zuzubereiten, ist auf jeden Fall Kunst. Und das wird unsere Tageschallenge. Als allererstes einkaufen. Und hier müsste irgendwo der Laden sein. Ich habe mir schon was reserviert. Okay, ich bin angekommen. Hier soll es das beste Fleisch geben. Okay. Freunde, ich glaube, das war der beste Laden, in dem ich je in meinem Leben war. Also die Beratung war 10 von 10. Ich habe so viel gelernt. Wirklich, das war der netteste Mann aller Zeiten. Tausend Dank für alles. Ich bin so geflasht. Boah, jetzt bin ich voll motiviert und ich glaube, jetzt könnte ich das wirklich schaffen. Ich habe es, glaube ich, am Anfang ein bisschen unterschätzt. Das wird doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte, aber egal. War motivierend, geil. Danke nochmal für alles. Okay, Freunde, jetzt wird's fleischig. Das hier ist ein 1,1 Kilogramm Tomahawk Steak. Sieht aus wie der Fleisch-Emoji, hat gerade Falco gesagt. Wirklich. Ja. Dieses aber Cartoon-Fleisch. Ja, in jedem Zeichentrickfilm sieht das so aus. Mehr kann etwas nicht nach Fleisch aussehen, ja, als das. Ja. Das stimmt. Ich habe riesen Respekt. Ich habe noch nie in meinem Leben so teures und großes Stück Steak gehabt. Das ist eine Waffe. Okay, ich würde es gern beim ersten Versuch schaffen. Deswegen muss alles richtig gehen. Und deswegen habe ich auch was richtig, richtig Cooles gekauft. Und zwar ein Thermometer. Ich hatte mich mit dem Herrn im Laden unterhalten, wo ich gerade eben schon gesagt habe, das war wirklich der netteste Mensch auf dieser Welt. Und er hatte mir das empfohlen, weil ich damit perfekt die Kontrolle über die Temperatur vom Fleisch habe. Das heißt, ich stecke das jetzt ins Fleisch, pack das Fleisch in den Ofen und dieses Gerät sendet mir die Information der Temperatur über Bluetooth auf mein Handy und sagt mir dann, wenn das Fleisch Medium ist oder Medium Rare. Einfach verrückt. Also dass wir in einer Welt leben, wo sowas da ist, einfach krass. Damit kann ich gar nicht einen Fehler machen, weil ich alles unter Beobachtung habe. Dementsprechend platziere ich das mal hier hinten, schön mittig. So. Jetzt müsste mir eigentlich schon die Temperatur vom Fleisch angezeigt werden. Es hat gerade geswitcht und zwar haben wir innen 4 Grad Celsius und außen 22 Grad. Sogar 3 Grad. Crazy, crazy, crazy. Und der Verkäufer meinte zu mir, damit ich das genauso lecker hinkriege wie die im Restaurant, muss das Ganze für eine Stunde in den Backofen bei 140 Grad Ober-Unterhitze. Und danach packen wir es aufs Grill. Alright, let's go. Boah. Stunde warten. Okay, verrückt. Unser Ziel ist es, Ende von Medium zu sein. Das heißt, wir brauchen eine Kerntemperatur von 68 Grad Celsius im Fleisch und aktuell hatten wir 3. Und hier wird sogar die Garzeit abgeschätzt. Das ist einfach so krass. Und gleich erfahren wir sogar noch, wie lange wir warten müssen. 3 Grad und ich schmeiß den Grill an. Okay, wir brauchen richtig, richtig viel Hitze. Heiß ist es auf jeden Fall und draußen ist es auch kalt, deswegen gibt es erstmal Ramen, Freunde. Das hat auch seinen Charme. Kaltes Wetter, heiße Kohle und eine warme Suppe. Gleich geht es direkt weiter. Ich glaube, mein Timer sagt noch 20 Minuten.
Okay, hier ist schon Alarm, von Hitze entfernen. 68 Grad haben wir erreicht. Let's go. Boah, da kommt der Juice schon raus. Boah, diese Fettseite. Lass es nachher auch noch auf der Fettseite so seitlich an. Ja, safe, safe. Ey, dieses Steak ist schon seit Tagen Thema. Es ist wirklich, da werden Termine verschoben, dass man heute hier sein kann. Das ist eine Zeremonie hier. Ja. Eine Prozession. Wir laufen. Noch eine Runde. Ganz merkwürdige Nummer. Okay. Okay. Ja, schön die Fettseite. Oh, geil. Die Flammen müssen kommen, Freunde. Die verfolgen auch einfach das Fleisch, ne? Guck mal die Fettseite an. Wie sieht die aus? Geil! Ja? Die sieht krank schmackhaft aus. Okay. Wir haben dieses grillige Instant bekommen. Ja, bam. Sehr schön überzogen. Okay. Okay, letzter Step. Schön ruhen lassen, damit der Saft beim Schneiden nicht austritt. Okay. Wir haben es geschafft. Irgendwie war das dann wieder doch jedes Mal so ein Adrenalinkick, wenn man dann diesen einen großen Versuch hat. Aber ich glaube, das sieht richtig gut aus. Okay, Freunde. Ich komme gleich zurück. Bis gleich. Freunde, was war das eigentlich für ein verrücktes Jahr? Wir haben bei Rob's Chips, wie sie sein sollten, so viele Meilensteine dieses Jahr erreicht. Im April haben wir unsere erste limitierte Special-Sorte gehabt, und zwar Sweet Barbecue. Und an Halloween hatten wir Angry Apple, die wohl verrückteste Sorte aller Zeiten. Ebenso haben wir es geschafft, dauerhaft bei Kaufland zu sein und in vielen Rewe-Filialen und sogar Hit. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen, deswegen ein riesen, riesen Dank von mir. Rob, nicht Nusret. Ich hätte mir das niemals vorstellen können, dass das Projekt so weit nach vorne kommt. Und deswegen gibt es für alle Robs-Fans jetzt eine kleine Überraschung. Eine kleine große Überraschung. Als Dankeschön für euren Support will ich euch das geben, wonach ihr die ganze Zeit gefragt habt. Und deswegen, Freunde, extra für euch unsere Lieblingssorte. Sweet Barbecue ist wieder offiziell streng limitiert im Handel, damit ihr alle nochmal die wohl besten Barbecue-Chips der Welt probieren könnt. Ihr habt sie absolut krass geliebt. Ihr habt immer danach gefragt. Ich würde fast behaupten, dass es wirklich eure Lieblingssorte ist. Und deswegen für euch eine kleine Überraschung. Genießt die. Die wirklich besten Barbecue-Chips der Welt. Sind auch die besten. Ach, das ist so banal, was ich gerade mache. Aber hey, für die Essenswissenschaft. Alter. Uiuiui, ui, ui. Nicht zu viel Wind. Oh nein. Das wird ja niemals was. Habe ich hier Gold gehört? Ich glaube wirklich, dass wir hier voll vorsichtig sein müssen. Sonst verlieren wir mega viel. Ah, schon wieder. Alter, ist das schwer. Aber drauf pappen. Genau. Das sieht gut aus. Nein, Alter, ich verliere gerade so viel Gold. Dinge, die man beim Steak ohne League of Legends zahlen kann. Okay, let's go, testen, oder? Testen! Testen, testen. Sieht sehr gut aus, ne? Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ja, sollte schon gut schmecken. Unglaublich. Es ist so zart. Ein bisschen hier ins Salz rein. Ja, tippi, ne? Was soll man das noch sagen? So ein krasses Aroma. Einfach gestört. Kann man nicht sagen. Ich leg mich hier rein.
krank. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Nee, ne? Aber du hast so einen ganz diesen krassen Rindgeschmack, dann die Röstaromen, das ist super zart. Selbst dieses Fett draußen ist krass. Boah, das zerläuft einfach im Mund. Ja. Würdest du das Geld im Restaurant bezahlen? Ehrlich gesagt nicht, nee. Weil das Gold, das sieht halt hübsch aus, kurz, aber es tut überhaupt nicht für den Geschmack, das ist übelst die Verschwendung eigentlich. Dann sollen die lieber das Geld nehmen, was sie fürs Gold einkalkulieren und halt noch ein geileres Stück Rind dann mir servieren. Ja. Dann zahle ich es auch. Ja. Weißt du, wenn ich es dann schmecke? Lass Gold weg, kannst doppelte Rindportionen machen zum Beispiel. Boah, das riecht unglaublich gut. Oh, wie schade. Man merkt schon, dass es anders geil ist. Das schmilzt so halb im Mund auch. Boah, das ist geil. Boah, das Gold kratzt sich noch ab, ich muss noch Miete zahlen. Boah, ist wirklich lecker. Da merkt direkt die höhere Qualität. Dabei braucht man aber ein gutes Glas Wein. Okay, Freunde, das war auf jeden Fall ein wilder Abend, aber jetzt die große Frage. Wie viel hat dieses Experiment gekostet? Also, das Fleisch hat um die 80 Euro gekostet. 10er Blatt Gold kostet 10,66 Euro und davon haben wir 9 gebraucht. Und das Meersalz für 5,50 Euro. Das heißt, der Endbetrag ist so viel. Und man sieht auf jeden Fall, dass man es deutlich, deutlich, deutlich günstiger zu Hause hinbekommt. Jedoch würde ich euch empfehlen, einfach das Gold wegzulassen. Dann ist es nochmal deutlich günstiger, deutlich einfacher und deutlich praktischer. Dementsprechend glaube ich, diesmal haben wir wirklich einen guten Job gemacht. Wir haben es geschafft, etwas aus einem anderen Land gut zu Hause nachzukochen. Und dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.